Moin, sind ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Im letzten Part haben wir mit der guten Triss geschnackt, die momentan auf der Suche nach Philippa Eilhardt ist und sie auch gefunden hat. Philippa hat sich nämlich in Form einer Eule die ganze Zeit direkt bei uns unter der Nase befunden, als Soltans Hauseule sozusagen. Der gute Zwerg hat die leider aber bei einem Kartenspiel verloren, war ja irgendwie klar. Deswegen müssen wir uns nun auf die Suche nach der Eule Philippa Eilhardt machen. Und habe da so eine kleine Spur. Dafür müssen wir nun mit Triss an einen Brunnen, wo wir möglichst ungestört sind. Und das werden wir jetzt tun. Also auf zum Brunnen und mit Triss geschnackt. Aus welchem Dorf kommst du? In Temerien. Ich renne da mal eben hin. Aber mit dem Pferd hier durch die Stadt ist, das ist nicht schön. Ist im Eisvogel. Ja. Das klingt nach einem schönen Begräbnis, ne? Schön mit dem Fassbier unter die Erde, hoch mit der Hand, ne? Da hast du ausgesorgt für den. Der Sensenmann kommt sich holen. Nur besoffen hier auf der Straße, du. So, ne, gleich war. Ein weiter. Dann ging das hier durch. Hallo. Dann da durch. Arme Städter. Sorry, ich wollte dich nicht schubsen. Vor allen Dingen hat das nichts damit zu tun, dass du arm warst, ne? Das war jetzt keine Absicht. So, moin. Meine Güte, wie weit ist die denn weg? Rennen, 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 rennen. Aber da habt ihr mal wieder ein bisschen City bei Nacht. Ist auch mal schön mit der ganzen Beleuchtung und den Fackeln und den Feuertöpfen hier. Da ist der Brunnen, an dem wir ungestört sind. Moin, Triss. Bist du sicher, dass dir niemand gefolgt ist? Ja. Fangen wir an. Beobachte die Wasseroberfläche genau. Uns darf nichts entgehen. Was ist das? Nichts. Nur ein erstes Bild. Was? Unterbrich mich nicht, ich muss mich konzentrieren. Aha. Was war das? Kommt mir bekannt vor. Ein Badehaus. Ich kenne es. Dijkstra, er hat sie. Das ist sein Badehaus. Hätte ich mir fast denken können. Ja, eigentlich schon, der hat ja so leichten Beef mit ihr, ne? Das war die jüngste Vergangenheit. Bei Dijkstra kann ja alles Mögliche passieren. Gehen wir. Nicht so schnell. Das erste Bild. Was war das? Nichts. Wirklich. Red keinen Unsinn. Ich weiß, wie Hydromantie funktioniert. Das Bild ist erschienen, weil du daran gedacht hast. Es ist nur... König Tancred hat mich gebeten, seine Hofberaterin zu werden. In Kovir. Was hast du gesagt? Ach so, du hast natürlich abgelehnt. Das Haus... Was war das für eins? Im Leuchtturm hast du Kovir erwähnt. Jetzt verstehe ich, warum. Die Vision war ein Haus, kein Königshof. Das ist das Haus, das uns in Pontvanis erwartet. Wenn wir hier alles erledigt haben, die wilde Jagd besiegt ist und sich Ciri in Sicherheit befindet, würde ich dort gerne mit dir zusammen wohnen. Ich ziehe das Leben als Hexer vor. Ja, wobei Geralt müsste sich ja auch mal setzen, ne? Aber darüber nachdenken, ah, ist fies, ne? Ich sag mal natürlich. Wir gehen mal den Trissweg, den komplett Trissweg, ne? Und klar! Sieht aus, als hättest du schon alles geplant. Gefällt es dir nicht? Ich wäre gern einbezogen worden, ne? In die Planung. Doch. Sehr sogar. Diesmal sind wir auch ungestört und keine Triss. keine Jennifer, die fragt, was wir da. Später erzähle ich dir mehr. Okay. Jetzt müssen wir erst Philippa finden. Okay. Gut. Machen wir. Na los. Auf geht's.
Philippa Eilhardt, gehe mit Triss zum Badehaus. Ja, nochmal Toe, ne? Wollen wir mal die gute Philippa organisieren. Quest aktualisiert ganz offensichtlich. So, dann wollen wir mal. Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Ich hoffe auch, wir sind ja auch. Hat Dijkstra ihr noch nichts getan. Das wird schon. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch Dijkstra, dem was getan wurde. Das stimmt. Dijkstra hat ihr nie verziehen, dass sie ihm Meuchelmörder auf den Hals gehetzt hat. Und Philippa ist zweifellos geschwächt. Geschwächt mag sie sein, aber sie ist trotzdem eine mächtige Zauberin. Wenn Dijkstras Männer ihr das Demeritium abnehmen, tötet Philippa sie, bevor sie ach du Scheiße sagen könnte. Ihre und Heimatland. Na, schauen wir mal. Ruhm und Ehre. So. Oh. Da hat schon was gewackelt. Sie scheinen Philippa unterschätzt zu haben. Du hattest recht. Sie muss wieder eine menschliche Form angenommen haben. Ich spüre starke Magie. Wir müssen reingehen. Okidoki. Und los geht's. Ergib dich! Das hier ist ein Labyrinth, Hexe. Du wirst niemals rausfinden. Verdammte Schwachköpfe! Ihr nach! Wir kümmern uns um sie. Oh nein, nein, nein! Die Zauberin bleibt hier. Triss bleibt bei mir. Wir gehen zusammen. Auf keinen Fall. Schon gut, Geralt. Ich bleibe, falls sie auf diesem Weg fliehen möchte. Bin gleich wieder zurück. Ich soll jetzt gegen die kämpfen, oder was? Oh. Ah, nein. Ach, scheiße. Fange Philippa Eilhardt. Ja, geil. Okay. Verdammt. Sie hat sie verzaubert. Oh nein. Sorry, Junge. Ich kann nichts machen. Jetzt links, links. Jetzt muss ich die armen Leute von Dijkstra umbringen. Sorry. Zeit zu sterben. Es tut mir leid. Das war's. Wo ist sie denn jetzt hin? Wir müssen weiter da lang. Sie scheint nach unten geklettert zu sein. Ja. Okay, dann folgen wir ihr mal ganz unauffällig nach unten. Ist da nicht noch der Troll? Und passt auf. Wie hat sie das blind geschafft, hier runter zu finden? Philippa, warte! Gut stinkt's! Ich bin jetzt dein Meister. Du beschützt mich. Verstanden? Na, hau mich, komm! Bleib hier stehen und lass niemanden vorbei. Bleib hier stehen, nicht niemand vorbei. Geh kaputt! Scheiße. Wieso stirbt er nicht? Er ist einfach unzerstörbar. Ich wollte nicht looten. Wollt ihr mal Igni auswählen und go! Verfickte Flüche! Verdammt! Schlagt ihn! Tötet ihn! Verdammt! Wie nervig, Mann, dass das Schild auch einfach nicht kaputt gegangen ist. Normalerweise wird das ja irgendwann schwach und zerbricht, aber nicht hier. Das war ein super Schild, das war einfach unzerstörbar. Alles looten! So, da ist doch was. Okay. So, jetzt müssen wir... Der Troll wartet da leider auf uns. Ich würde den ungern kaputt machen, weil ich mag den eigentlich. Der war so lieb. Und er ist Dijkstras Freund. Und naja gut, der hat hier selber Schuld, weil er Scheiße gebaut hat. Aber trotzdem. Ich möchte gerne den Troll am Leben lassen. Oh. Vielleicht können wir Bart überzeugen. Hey Bart. Kennst du mich noch? Hexer nicht vorbei. Schöner Vogel sagen nein. Ja, aber Bart, wir Verdammt, sind doch... sie hat ihn auch verzaubert. Ich möchte ihr helfen. Sie ist verletzt. Hast du das nicht gesehen? Ich will ihr helfen. Vogel sagen niemand vorbei. Bart, niemand vorbeilassen. Jetzt müssen wir das mit Wortgewand irgendwie lösen. Hast du schon mal Bauchschmerzen gehabt? Schmerzen.
Ja, Bart, einmal alter Ertrunkener essen. Das klingt aber nicht sonderlich lecker. Tut ihr so weh, als hätte sie 100 alte Ertrunkene gegessen. Bart nicht wollen. Ertrunkener schlimm Schmerzen. Lass mich durch. Ich kann ihr helfen. Bart dich lassen. Hexer helfen. Ja, Hexer hilft. Wirklich. Danke, Bart. Bester Mann, Junge. Bester Mann. Ich will dir helfen. Und sterben vielleicht? Das kannst du vergessen. Philippa, mehr Vertrauen. Wir haben doch schon so viel durchgemacht. Oder was ist nun los? Gerald, ich will hier noch looten. Muss nochmal eben raufklettern. Wow. Ist die Kiste nicht lootbar? Offensichtlich nicht. Nö, ist nichts drin. Alles klar. Dann wollen wir mal weiter dem Strom folgen. Philippa wird sich hier ja irgendwo aufhalten. Und die hat die einfach auch stumpf alle umgebracht. Die ganzen Ertrunkenen, also noch Asche. Tritt ein bisschen Ärsche, die Frau. Also sie scheint leicht wütend zu sein, ne? Und wir wissen ja... Ich werde dir nichts tun. Schwachsinn! Ich meine das ernst. Tu dir wirklich nichts. Du wirst mich nicht fangen. Ich will dir helfen. Verzeih mir, aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Moin, was bist du denn für ein... Ding, ein... Das kann doch nicht wahr sein. Oh je, es wird mit Feuerbällen, das ist schon mal nicht so gut. Los, einfach raufhauen da. Einfach rauf! Ja, das wird. Okay, jetzt hinterher da. Schleich dich leise an Philippe an. Okay, warte, erstmal. Oh. Was ist los? Warum ist es plötzlich so still? Ich darf ihr nicht wehtun. Ganz leise schleichen wir uns jetzt an. Du verdienst dich. Ah, Kacke. Wir haben diese Dinger berührt. Nichts berühren. Keine Ketten, kein nichts. So, ist das jetzt nah genug, hoffe ich doch. Ah, siehste. Hör auf, dich zu winden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du schon lange tot. Was willst du? Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ja, das ist das, was ich vorhabe. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du lügst, werde ich... Ruhig, das habe ich nicht vor. Triss wartet draußen, sie erklärt dir alles. So, ich glaube, sie hat sich beruhigt. Ein bisschen zumindest. Ja. Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir. Dijkstra, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Zurück, bevor ein Unglück geschieht. Wir haben jetzt keine Zeit für euren Ehekrach. Ich weiß, ihr wart zusammen, aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt für einen Ehekrach. Aber er ist perfekt, um eine offene Rechnung zu begleichen. Philippa wird mit mir kommen und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Wenn du uns in Ruhe lässt, verrate ich dir, was der Kaiser von Nilfgaard vorhat. Das ist doch ein Angebot. Du wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Wollen wir doch mal gucken. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was? Die weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück. Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cirilla! Unmöglich. Das könnte den Kriegsverlauf wenden. Vorausgesetzt natürlich, du irrst dich nicht. Ich habe es von Emhyr selbst gehört.
Der Kaiser hat es mir selbst gesagt. Die Information ist aus erster Hand. M hier ist ein verlogenes Schwein. Wenn es um die Zukunft seiner Tochter geht, das bezweifle ich. Du hast keine Ahnung, wie wichtig diese Information ist. Ein Wechsel auf dem kaiserlichen Thron. Das könnte den Krieg beenden. Radovid dürfte entzückt sein. Wenn M hier zum Rückzug bläst, wird niemand mehr da sein, der diesen Irren aufhalten könnte. Vor allem angesichts unseres verdammten misslungenen Plans. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du das schaffst. Radovid ist verrückt, aber kein Trottel. Er weiß nur zu gut, dass es Dutzende gibt, die... Sei still. Verstehe ich dich recht? Du willst Radovid töten? Wirklich, Sigi? Ich bin beeindruckt. Hab schon bezweifelt, dass du es noch drauf hast. Leider hat Radovid Zuflucht auf seinem Schiff gesucht, wie du wohl weißt. Er wird so gut bewacht, dass ich nicht staunen würde, wenn er sogar das Bett mit zwei Wachen teilt. Du weißt zu viel, Phil. Noch ein Grund, warum du sterben musst. Lass sie reden. Vielleicht solltest du sie mal anhören. Ich schätze, Philippa verachtet Radovid mindestens so sehr wie du. Ich bin froh, dass endlich jemand außer mir auf die Idee gekommen ist, die Welt von diesen Degenerierten zu befreien. Spar dir dein Lob für andere. Mich schert es nicht. Derzeit gibt es nur zwei Personen, die Radovid von seinem Boot holen können. M hier und mich. Du würdest als Köder herhalten? Es dürfte dir wohl schwer fallen, M hier dafür zu gewinnen. Ja, ist wohl wahr. Geralt, ich würde dieser Schlampe nicht mal mein Frühstücksei anvertrauen. Zu Recht. Mit Eiern kann ich gar nicht. Aber bedenke, Radovid hört, dass du mich geschnappt hast. Wird er da nicht jede Vorsicht in den Wind schlagen? Wird er die Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Selbst eigenhändig? Kommt nicht in Frage. Geralt, bring sie hier weg, bevor mir der Sack platzt. Das würde ich gerne sehen. Und dann müssen wir uns treffen. Mit unseren Freunden. Ich habe ein Lagerhaus am Hafen gemietet. Du musst unbedingt kommen. Jo. Ist okay. Vor mir der Sack platzt. Entschuldige die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt dir klar? Ja, danke für deine Hilfe. Man tut, was man kann, ne? Na, siehst du, das wäre das. Erhalten 500 Erfahrungspunkte. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es eine neue Quest gibt. Quest aktualisiert. Letzte Vorbereitungen. Quest abgeschlossen, ganz offensichtlich. Staatsräson. Das müsste ein Nebenquest sein. Triff dich mit Dixter, Roche und Thaler im Lagerhaus am Hafen. Jawohl, das klingt doch schon witzig. 3.55 Uhr. Wird langsam auch wieder hell, ne? Eben fix nochmal eine Stunde schlafen. Ja, oder auch zwei. Schlafen, ausruhen nennt man das ja, ne? Sanftes Ruhen. Verzieh dich, du kannst mich mal. Was habe ich dir denn getan? Ich habe mich hier auf die Treppe gesetzt und kurz zwei Stunden gerastet. Das ist doch nichts Schlimmes, dass die mir so unfreundlich sind. Bögt die mich da einfach an? Jo, neuer Nebenquest. Alles klar, dann lass uns erstmal... Primär natürlich immer die Nebenquests. Deswegen machen wir erstmal den. Treffen wir uns mit Dixra, Roch und Thaler im Lagerhaus. Kriech wieder unter deinen Stein. Ja, ist ja gut. Was seid ihr alle so, so unfreundlich? Das ist verboten. Sofort aufhören. Du, hier ist diese Bank. Da können wir Zeugs hin und her tauschen. Jo. Erstmal ordentlich abhusten. So, Mustard. Hier durch den Moder. Anderling, nicht wahr? Deinesgleichen findest du hinter dem Mauer. Bin ich kaputt. Oh! Sorry! Keine Absicht, ich wollte ihn nicht anbupsen da, ne? Ist halt passiert. So, oh, hier, fliegende Steine und fliegendes Gras. Ja, kommt mal vor, ne? Kommt mal vor. So. Wir nähern uns. Achtung, ich muss mal durch. Vorsicht. Wenn Sie die Haufen im Winter anzünden würden, könnten wir uns wenigstens dran wärmen. Ein Kunde mit Verstand wird sofort gehen. Alles so leicht. Sei gegrüßt. Ich bin alles. Sei gegrüßt. Ich grüße dich auch. Oh. Johann. Ist ja gut. Ist ja gut. Sind doch gleich da. Machen wir hier einen Break. Ist doch ganz hübsch hier so mit dem
mit dem Bötsche da im Hintergrund und so und das Stat, ne? Alles klar. Gut, ihr habt den Haar gehört. Das heißt, wir machen dann im nächsten Part weiter, werden uns dann zu Dijkstra, Roche und Thaler begeben, um den neuen genialen Plan uns anzuhören. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.